Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu City Skylines. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, gerade mal wieder. Werde ich euch gleich direkt auch zeigen. Aber erstmal müsste ich euch etwas zeigen, was ja leider in Vergessenheit geraten ist. Aber dank euch, ihr erinnert mich immer sehr schön an solche Sachen. Können wir das jetzt gleich mal beheben? Ja, ich würde sagen, wir machen das auch mal direkt. Als erstes nur mal finden, genau. Hier, ich habe ja hier eine Wasserquelle reingepackt und die sorgt für viel Wasser. Hier ist das Ganze weitestgehend im Griff, auch hier. Aber das sorgt an Stellen wie hier zum Beispiel dafür, dass wir immer mal wieder Überschwemmungen bekommen. Und das wollen wir natürlich ganz und gar nicht. Deswegen werden wir das Ganze hier noch mal. Ja, ein wenig bearbeiten. Und jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Ja, man kann das. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wie es funktioniert. Deswegen nehme ich es einfach erstmal komplett raus. Wenn wir jetzt hier jetzt mit der Zeit gleich wieder trocken werden und wir werden diese ganzen Überschwemmungen. Auch hier war es jetzt gerade sogar die Straße, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hier sieht man es jetzt auch in den Griff kriegen. Wobei diese Überschwemmung hier auch vielleicht davon kommen kann, dass ich hier schon ein wenig mit dem Geländetool vorbereitet habe, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, heute beginnen wir mal damit mit dem, was ich letztes Mal fast vergessen habe. Ich vielleicht haben es gar nicht alle im letzten Video gesehen, weil es ging dann ja doch noch ein paar Momente länger. Diesen Bereich hier umbenennen. Wir haben mehrere Namen, die ich ganz cool fand. Eigentlich fand ich alle Namen cool. Wir hatten einmal den Vorschlag Hochhausauflauf. Den behalte ich im Hinterkopf und wir werden bestimmt noch mal einen Stadtteil bauen, der aus höheren Gebäuden besteht als dieser hier. Deswegen nehmen wir den hier nicht. Dann hatten wir noch den Vorschlag, ich glaube, Fußviertel. Da habe ich was anderes im Hinterkopf. Das werden wir dann auch bei Gelegenheit mal in Angriff nehmen. Und deswegen nehmen wir Vorschlag Nummer 3 hierfür. Und ja, eigentlich waren es sogar vier, aber ich will nehmen hier mal Phönix. Wie Phönix aus der Asche. Toller Vorschlag ist dieses, ist dieser Bereich hier entstanden. Auch hier können wir direkt dann da auch mal ein paar Richtlinien verteilen. Verteilung von Rauchmeldern auf jeden Fall. Recycling wollen wir immer. Und wo haben wir die? Blitzableiter unter Stadtplanung und Pflege. Da, Blitzableiter, die brauchen wir hier auf jeden Fall auch. So, dass uns da auf jeden Fall schon mal nichts mehr passieren kann. So, ich habe gebaut und ich hatte befürchtet, dass genau sowas in der Art hier passiert. Nämlich erstmal ein Superstau. Also ich glaube, auf Dauer wird das Ganze entlasten, weil ich habe diesen Bahnanschluss aus dem Kreisverkehr, aus dem Bereich hier rausgenommen. Der ist natürlich jetzt indirekt doch noch hier drin, weil die Ausfahrt in diesem Bereich kurz nach dieser Auffahrt schon kommt. Das heißt, alle Fahrzeuge fahren hier ab. Hier muss ich gerade noch mal eben auch ein wenig die Fahrbahnen anpassen. Das hatte ich jetzt noch vergessen, weil hier ist es bis zur Auffahrt wieder zweispurig, damit wir hier feste Spuren haben. Das Spielchen kennt ihr ja mittlerweile. Da und da. Auch damit wir hier eine klare Abbiegerspur haben. Und für diejenigen, die vielleicht doch geradeaus wollen, haben wir dann kein Problem.
Also der abgehende Verkehr hier, das seht ihr, der ist gar kein Thema. Also auf die Autobahn raufkommen, klappt hervorragend. Von der Autobahn runter ist gerade noch schwierig, weil hier halt ganz viele Fahrzeuge dorthin möchten. Und das bekommen wir nur behoben, indem wir mehr Möglichkeiten schaffen. Soll heißen hier, da, nämlich hier haben wir das LKW-Fahrverbot. Das nehmen wir mal wieder raus, dass auch dieser Bahnhof hier mehr genutzt werden kann. Dann müssen wir, Entschuldigung, die Stimme leidet. Müssen wir hier noch ran, das soll gleich der Inhalt für diese Folge werden. Und hier ist es, glaube ich, auch total entspannt, ja. Also der große Auflauf ist hier und den können und werden wir in den Griff bekommen. Ja, hier habe ich es mit einer vierspurigen Straße geregelt, um dann hier jeweils die Auffahrten und Abfahrten zu haben, dass wir hier... Gut, wahrscheinlich wird hier auch eine einspurige Straße reichen. Und das hier können wir auch nicht wirklich beschleunigen. Das ist halt einfach die schiere... Ei. Ja, das... Ist gerade eine ganze Menge. Gut, so, was wir, was wir hier machen wollen, ich glaube, das wird sich, wie gesagt, gleich legen, dadurch, dass wir hier den Wassernachschub ausgenommen haben. was ich bauen möchte, ist einmal hier ein Frachtumschlagplatz, dass wir vom Schiff auf die Schiene. Ich suche nur gerade noch mal, wo wir einen schönen Winkel für das Ganze haben. Ach, perfekt. So. Mit dem kann ich so jetzt gut leben. Diese Straße, nee, die Schiene ist das, was noch erstmal das Wichtigste ist. Warte mal. Schauen, wie wir das am geschicktesten hinbekommen. Vielleicht indem wir so definitiv nicht. Also meine Idee hier mit dem erhöhten Bauen war schon, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil wir hier eben ein Stück weit Flutungsgebiet sind. Aber so ist es besser. Jetzt ist noch die Frage, wie machen wir das? Fahren die Züge der Richtung hin und fahren auch in dieser wieder weg? Ich denke. Ja. Gerne so handhaben, dass wir hier über die U-Bahn kommen und jetzt kommen wir hier dann übergehen ins. Das ist immer unschön. Ins Flachland. Hier können wir. Machen.
das überhaupt von der Höhe? Gut. Ist jetzt kein 6 Meter hoher Schwertransport durch, aber alles andere. Hier muss ich vielleicht auch noch mal überlegen, ob wir das hier vielleicht auch ein bisschen erhöht bauen, wenn wir da weiterhin Probleme mit Überflutungen haben, aber ja, damit ist das schon mal angeschlossen. Jetzt brauchen wir sicherlich noch Strom. Steine, okay. Warum haben wir jetzt? Und brauchen wir noch ein bisschen Wasser. So mysteriös das auch klingen mag. So, und eigentlich sollte das Ganze doch jetzt hier theoretisch praktisch funktionsfähig sein. Ist hier allerdings auch eine Straße dran. Vielleicht muss ich da dann auch noch mal eine Autobahnzufahrt bauen. Apropos Autobahnzufahrt bauen, wie findet ihr sonst hier den Anschluss? Ist wieder gut, oder? Mal vom Stau abgesehen, aber wirklich der absolute Superstau hier. Schauen wir uns doch mal an. Dem Bereich, wo die alle herkommen. Okay. Ein Teil von hier. Interessant, dass die nicht zu dem fahren. Aber sehr viele kommen von hier. Okay. Heißt, hier einen weiter. Also sowieso müssen wir hier erstmal die mehrere Sachen noch machen. Ich möchte die Autobahn hier umbauen. Ja, gehen wir dieses Mammutprojekt jetzt mal an. Kann es nicht noch länger vor mir herschieben. Also zum einen sollten wir erst dann mal Sachen hier umbauen. Beginnen werden wir mit stromverarbeitende oder stromerzeugenden Betrieb Gebäuden, die bauen wir wo neu? Ich denke, wir brauchen, die müssen wir sowieso mehr als einmal umbauen. Wir brauchen dafür jetzt mal hier einfach eine Straße, bei dieser Gebäude vorübergehend alle platzieren. So, das hier ist alles Industrie, okay. Das hier alles nicht. Da haben wir noch mal eine Müllverarbeitungsanlage, okay. Hier sind die ganzen Öko-Inland-Wasseraufbereitungsanlagen. Bei denen muss ich mir gerade noch mal anschauen. Öko-Inland-Wasseraufbereitungsanlagen. Wir haben Verschmutzung und eine Lärmbelästigung. Hier sind noch besser, aber die hier sind noch besser und die würden noch eigentlich, wenn ich die stattdessen baue, wäre noch perfekt hier.
das, was eigentlich mal unser Hafen werden sollte. Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge Platz hier. Wir brauchen dann definitiv Strom auf dieser Seite. Können wir uns... von hier holen. Und wir brauchen auch auf jeden Fall... Wasserleitung. Vielleicht mal so. Das noch darlegen. So. So. Mal kurz laufen, ob hier der Strom ankommt. Es macht er. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, so ganz spannend auch wieder nicht, was ich hier gerade mache, aber hat man eben schnell notwendig. Damit wir das... Da kann man vielleicht nämlich auch... Da müsste ich mir nochmal so ein paar Assets besorgen, ein paar Wassertanks drumherum bauen und so weiter, dass das hier richtig nach was Tollem... aussieht. So, Wasser. So, das war der erste Streich. Mitunter auch alles nicht so einfach mit dem Strom. So, jetzt nochmal. Also wir haben hier... Ach, da haben wir schon eine dieser Ökorad-Inlandswasseraufbereitung. Ich dann ja ganz gerne... Ah, die müssen neben der Straße. Moment, dann waren das nicht die, die ich gerade... Das waren diese hier. Der Abwasser. Wir können die eigentlich verarbeiten. 160.000. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dem, was wir jetzt haben. Haben wir ja fast nur noch Industrie plus Feuerwehr und Co.
Feuerwaren habe ich ja eigentlich. Ein Ölkraftwerk, Mensch. Wird da wiederum nicht versorgt. So, da steht noch ein Gebäude, da noch. Dann haben wir es aber. Polizei. Polizei. Das sieht doch eigentlich gut aus mit dem Wasser, oder? Wir haben hier sogar noch reichlich Reserven. Das ist noch keine Schönheit hier, aber da kann ich dann noch mal dran arbeiten. So, das Ganze hier ist jetzt natürlich per Straße nicht erreichbar. Was jetzt für mich eigentlich bedeutet, das alles hier weg. Und jetzt kommt der große Bulldozer. Und reißt hier quasi alles. Geht gerade eigentlich ziemlich viel kaputt. Oh. Ach, das ist unsere U-Bahn, okay. So, jetzt lassen wir es hier mal kurz laufen, dass hier mal alles kriegt, das hier nicht kaputt. Isonen kann. Okay. Diese Autobahnausfahrt hier wollte ich noch ändern. Die soll ein bisschen weiter hierher. Dann verlagern wir doch mal eher als ersten Schritt nicht verlagern, sondern verlegen wir die Autobahn. Also das können wir hier in einem anderen Winkel weitermachen. Dass die hier um
erstmal hier so zusammenlaufen. Machen wir die Rück, beziehungsweise den. Jetzt habe ich. Alles zu hoch gebaut. Wo ist es besser? Gebaut. Nochmal. So. Sag mal. Sehe ich das einfach nicht? Obwohl, ne, das ist hier. Zu Beginn passt es, ne? Aber dann ein letztes Mal. Wir müssen erst mit dem Blendetool. Weitere Feinheiten kommen später, die gibt es jetzt nicht im Video. Also Pi mal Daumen nach da soll das. Und jetzt. Weder das eine noch das andere ist der passende Abstand. Doch wieder nachgefunden. Sich ein wenig früher damit beginnen. Okay. Das noch halbwegs miteinander verbinden, aber so weit komme ich mit dem Verlauf hier schon mal klar. Strom.
So, ja, ich würde mal sagen, den Rest, nämlich die Verbindung hier, oder hier. Oh shit, das ist egal, nur sowieso. Teile der Autobahn wegreißen hier. Vielleicht suchen wir uns noch mal, das können wir noch mal schnell machen. Hier müssen wir unbedingt. Der Bereich, wo unser Autobahnkreuz hinkommt, das muss gerade sein. So, was nehmen wir denn hier? Suchen wir uns da nochmal was Schönes aus, oder vielleicht finde ich auch. Also das hier hat sich tatsächlich gut bewährt, das ist aber recht groß. Ich hätte ja gerne nochmal wieder was Kompaktes. Das sind jeweils keine richtigen Autobahnkreuze. Alles, das Ding ist natürlich sehr cool, das haben wir hier auch im Einsatz und das ist auch noch halbwegs kompakt. Würden wir hier reinkriegen. Müssen wir die Brücke noch mal ändern, verändern. Das ist sowieso auch keine vernünftige Autobahnbrücke, keine Pfeiler und so. Das ist auch alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, das Teil ist natürlich. Sehr cool, aber Overkill. Ja, nicht. Ah, das Ding hier, das ist, ah, das ist unterirdisch. Ne? Nee, ich denke, ich suche mir was aus dem Asset Store und dann zeige ich euch beim nächsten Mal, was uns Schönes geworden ist. Hier 30 U-Bahn und so weiter, was hier noch weg ist, weg. Dann brauchen wir natürlich hier auch noch irgendwo mittendrin. Die hier, eine schöne Ausfahrt. Hier müssen wir es noch verbinden. Also ich habe noch wieder reichlich zu tun. Ich hoffe aber, dass es euch ein wenig unterhalten hat. Wir haben noch gar keine Zone benannt, für die wir einen Namen brauchen. Nehmen wir noch mal den schönen kleinen Pappelhügel hier. Vielleicht habt ihr bei dieser merkwürdigen Form eine Idee, was das sein könnte. Das ist direkt ein Park nebenan. Ja, ne, also wer dafür wieder einen Vorschlag hat, immer her damit. Ja, und dann beenden wir dieses Video doch mal mit dem Superstau hier. Hier rum. Ja, bis hier im Grunde, ne? Und hier ist es. Oh ne, hier geht's jetzt halbwegs, okay. Also ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber es wird schon besser. Ich will nicht von Auflösen sprechen, aber geht ein wenig in die Richtung.
Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass von hier jetzt nichts mehr nachkommt. ja. Gut, ich pausiere jetzt lieber wieder, bevor die Probleme noch größer werden, was Strom und so betrifft. Achso, was macht denn hier unser... Ist irgendwas angekommen? Keine Ahnung. Der fährt in die Richtung, der wahrscheinlich auch. Vielleicht braucht das Ding auch tatsächlich eine Straßenanbindung, bevor da was läuft. Hier können wir vielleicht auch noch so ein schön kleines Industriegebiet mit ranpacken. Ja, schauen wir mal. So, jetzt aber, wie immer quatsche ich mich fest. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.